Boom, boom, pow, geht, geht, geht. Guten Morgen übrigens, ne? Willkommen. Ich hab... Du bist so ein Pisser, echt. Was soll das? Mein Gott, und ich freue mich hier schon, dass ich hier zwei Federn habe. Was ist? Die schmeißen mir einen Pilz ins Gesicht. Dreckige Schüft. Okay, ich habe übrigens gesagt, dass ich das Secret Exit holen werde. Aber das Problem ist... Oh Gott, das wird jetzt nämlich richtig witzig. Wir müssen jetzt hier wieder rein. Natürlich müssen wir rein. Wir müssen mal rein. Also wir müssen erstmal nach da oben. Wir sehen da ja schon, dass ein Schlüssel transportiert wird. Und ich kann nicht fliegen, während diese dämlichen Bullets hier... Oh Mann! Ich hasse diese Viecher, ne? Alleine diese neue Anmalerung. Das erinnert mich immer an diesen Hack, den Freaky gemacht hat. Dieser, was war das, Chuck Island und so weiter. Der, ich war so sauer, ne? Ich war so richtig stinky. So, was ist jetzt? Was ist jetzt? Hallo? Aber muss ich jetzt hier warten? Ich schätze mal schon. Ach. Oh ja. Geht er weiter, während ich hier aus dem Bild bin? Bewegt sich das Ding da oben noch? Hilfe! Ja, da bewegt er sich noch. Da ist der Schlüssel, der wird gefahren. Ist natürlich so gemacht, dass man die ganze Zeit diesen komischen Bullets hier ausweichen muss. Und übertrieben Stress kriegt. Aber ist egal. Ich fühle mich ja berufen zu sowas hier, ne? Ich bin glücklich. Also ich habe kein Problem damit, hier sowas zu tun. Ich habe auch kein Problem damit, kein Fleisch zu essen. Finde ich auch gut. Ist in Ordnung. Auch jemand, der Mad-Baron heißt, kann auch mal vegetarisch leben. Ja, das ist wichtig. Ach, guck mal. Das ist ja jetzt spielverändernde Prämisse. Also, ich kann theoretisch... Ich kann mir auch gleich erstmal am Arm fassen. Ey, was ist hier denn? Okay, jetzt sterbe ich. Es ist natürlich was anderes, wenn man hier keinen Spinjump machen kann. Da sind diese komischen Sägen hier noch ein bisschen frecher. Okay, jetzt weg hier. Bloß weg. Ende. Okay. Wir haben jetzt ein Cape. Das macht alles viel einfacher. Also jetzt müssen wir irgendwie durch diese Mancha-Dinger durch. Und dafür brauchen wir definitiv, wie das Leben nun mal so spielt, einen silbernen Switch. Silber. Ist das eigentlich Silber oder ist das Grau? Hat nie jemand gesehen, ne? Okay. Da oben ist er. Das ist natürlich witzig, ne? Da oben ist... Oh Gott, ey. So. Den drücken wir mal direkt. Ist ja alles kaputt. Sollte nicht so schwer sein. Wenn wir jetzt noch wissen, wo wir da rein müssen... Nee, ich weiß es nämlich nicht mehr. Das ist das Problem. Dann gravieren wäre einfach mal Double. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir... Ah! Wir graben da... Wieso ist da Blut an dem Ding? Fanden die wohl witzig, ne? Hauptsache ein bisschen... Ist der Schlüssel noch? Ja. Das sah gerade aus, als wenn der Schlüssel weg wäre. Das wäre natürlich witzig, ne? Auf einmal ist der Schlüssel weg. Maddie wundert sich, was los ist und alle Leute lachen ihn wieder aus. Wusstest du nicht? Der Schlüssel ist weg, wenn du... Keine Ahnung. Vornamen mit drei Buchstaben hast. Dann ist der Schlüssel weg. Das ist scheiße, ne? Da habe ich verloren. Kacke. Oh mein Gott. Ah ja, hier was. Rein in die gute Stube. Ho! Und jetzt ist hier natürlich wieder Attacke angesagt, ne? Kann ja keiner erwarten, dass wir einfach reinrennen und dann Secret Exit serviert kriegen. Nee. Dafür müssen wir schon arbeiten. Boah. Hier ist die Dinosaurierhöhle. Aber ist schön gemacht. Ich verstehe aber nicht, warum die Dinosaurier so aussehen. Also, tatsächlich bin ich nicht wirklich der Freund davon. Ich finde, die sehen nicht gut aus. Das sind ja eigentlich nur noch graue Klumpen. Oh, gut.
Es ist wirklich schön, überall extra Leben zu platzieren. Und wenn es ein Hack ist, wo man die braucht, ist es eine sehr, sehr gute Maßnahme. Pass auf, jetzt kommt das Aber. Hier kann man ja in jedem Level speichern. Aber ich würde nicht diesen Hack schaffen. Also nie im Leben. Also nee, gar nicht. Ah, Mario. Zügel dein Momentum. Mach das so, wie ich das will. Oh Gott. Ein bisschen einfach mal auf den Boden gucken wieder. Es haben sich übrigens Leute beschwert, dass... Ne, haben sich nicht... Ich tue mal so, als wenn sich Leute beschweren würden. Aber wisst ihr eigentlich, dass ich das hier schon im Voraus aufnehme? Ja, da könnte ich doch keine Ahnung haben, wer sich beschwert und wer nicht. Ah. Ja. Und da hat irgendjemand seinen Namen... Da hat einer seinen Namen reingeschrieben. Habt ihr gesehen? Jetzt muss ich aber wissen, wo das... Ah. Keine gute Idee. Ach, genau. Da geht's dann einfach nicht mehr runter. Ja, solche Leute kennen wir, ne? Hehe, lol, bis hier rauf. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo das Secret Exit ist. Ich habe den Schlüssel, ja. Und ich sehe das hier auch definitiv als gute Maßnahme an. Also das ist ja hier... Also im Prinzip ist das ja schon Bereich Alpha hier. Da muss ich schon hin. Aber wo? Ist der hier irgendwo? Ach, da unten. Guck mal, da kann man auch noch lang. Ja, siehst du mal. Und an den Pokés ver... Damage Boost! Da ist es. Kann man eigentlich diesen Goalpost kaputt machen? Ja, geht. Irgendwie kann Yoshi den fressen, meine ich. Boah, das ist die Zukunft. Die beginnt heute. Ich weiß schon ganz genau, worum es geht. Erste Falle, Maddie rennt rein. Ne? Die allererste im Level. Die erste Möglichkeit zu sterben. Und was wäre denn, wenn ich sie nicht genutzt hätte? Da hättet ihr doch wieder keinen Spaß gehabt. Da hättet ihr keinen Spaß gehabt. Ich verstehe das. Okay, dann rennen wir mal. Oh, ja, 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 ja. Hier oben lang. Raus! Raus aus meiner Hut! Ey, Digga! Hui, 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 hui! Ah! Ach, solche Jungs sind das. Die Bullies. Die Schulhofschläger hier. Ja, ja, das sind freche Jungs. Komm, Freddy, Bus bauen! Ach, Mann. Da kommt jetzt ein Hindernis. So, dann muss ich daran vorbei und er kommt, titscht natürlich wieder in die andere Richtung. Ja, jetzt ist er in der Lava. Stirbt er? Stirbt er denn eigentlich? Ah, nee, das ist... Aber ich mag die Level hier lieber. Leute, wir haben den Himmel geschafft und seither ist hier alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich bin ab jetzt glücklicher. Ich fand die Wüstenwelt super. Also ich war total zufrieden mit allem, was hier passiert ist bisher. Denke ich mal. Vielleicht gegen Beweis. Oh. Oh, Maddie. Oh, mein guter Freund. An diesen Waffeln kann man übrigens nicht spinjumpen. Ich habe schon sehr oft versucht, das hat nie geklappt. Aber es sind immer so Tage, wo ich mir denke, ja, vielleicht klappt's heute. Und dann bin ich natürlich derjenige, der total auf die Schnauze fällt. Wie soll der Sprung denn hier gehen? Ich könnte mit den theoretisch mit ein bisschen Anlauf von hier vorstellen, ne? Aber... Huch! Hoppala, huch! Aha. Oh Gott, der war ein bisschen heftig. Warte, wenn ich einfach... Nee, das wird auch nichts. Ich gehe oben lang. Wisst ihr was? Nee. Ah, hier, guck mal, das ist... Das ist... Hoffentlich mit einer Feder, dann schaffe ich das. Hm, ja. Auch möglich. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Boah, das ist aber auch... Millimeter-Arbeit, yeah. Okay. Nee, dann ist... Ach so, okay. Ah. Das macht die ganze Angelegenheit zwar nicht einfacher, aber ich habe zumindest eine Lösung, mit der alle zufrieden sein können. Können wir uns darauf einigen? Yeah. Hier
Hier kann man übrigens nicht in den Treibsand reinfallen, weil wir mit weiser Voraussicht das alles schon... Der will auch nur Stress, ne? Einfach nur so, aus Spaß. Stress machen, ne? Stress. Hauptsache stressen. Hey, du, komm her. Ja. Nee. Och, Mann. You have to jump, Digga. Och, komm, echt jetzt, ey. Das ist eine berührungssensitive Zone. Das ist alles berührungssensitiv hier. Ich versteh's. Das kommt vom Digitum. Ach, das ist nett. Wenn ich immer sehe, dass mir einige Schrecken erspart werden, erspart bleiben, weil ich so vorhersehend gehandelt habe und ein Peace... Boah, ja, ey. Bring dich um, du Knuddelkugel! Was ich mir manchmal wünsche, also ich habe auch so ein bisschen, pass auf, hier sowas zum Beispiel, ne? Achtung, so. Ich frage mich, ob Mario schneller wäre im Umdrehen, wenn er nicht so fett wäre. Ich frage mich manchmal, wirklich. Ja. Doesn't matter. Ich gehe einfach unten lang, pass auf hier. Ich bin Zauberer. Das ist eine eklatante Verbesserung meiner Situation. Nicht. Ich würde aber gerne mal wissen, was da ist, wenn man... Hier, der... Das ist frech. Das ist frech. Eine Blume. Eine Katze in der Fensterbank. Ja, da guckst du, wa, Digga? Okay. Ich guck übrigens auch, wenn ich das Vieh hier sehe. Da krieg ich ja jetzt schon Schüttelfrost, ne? Oh Mann! Spring irgendwo hin, Gegner kommt aus dem Nichts und Attacke. So ist es hier überall. Das ist jeder. Jeder Sprung ist hier ein Sprung ins Ungewisse. Hier zum Beispiel. Zack, in die Waffel rein. Und er macht auch noch Stress. Uiuiui. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Es ist noch nicht mal statistisch erwiesen, dass es eine bessere Strategie sein soll, nah an der Wand zu landen oder fernab der Wand. Es ist einfach... Es ist Glück. Mehr ist es nicht. Guck mal hier. Wer da schon wieder randaliert. Und ich sehe noch nicht mal eine Blume. Trotzdem kriege ich Ärger. So ist es. Ich kriege immer auf die Fresse hier. Das ist aber normal. Ich finde es gut. Guten Tag. Wie soll... Oh. Idee gut, Ausführung mangelhaft. Das ist... Minus! Ach, bitte sag nicht, dass ich jetzt hier... Nee, das... Nee. Das ist wie... Gar nicht Probe gespielt. Ah, sollen wir reinmachen? Ja, ist gut. Keine Ahnung. Die kriegen das schon hin. SMW Central-Spieler sind halt besser als alle anderen. Und er sagt mir jetzt... Achtung, in diesem... Oh Gott... This parrot is Squawks. Use his flying abilities to reach the top. Press B to fly and A and down to drop down from in... Ja, das ist eigentlich sehr eingängig. Ah, der kann schießen. Und jetzt ist es ein Upscrolling. Ja, ist es... Raising? Gibt's doch für einen Namen? Jetzt schieß! Ich habe keine Ahnung, ob diese Seite die richtige ist. Aber ich mach's trotzdem. Interessiert mich nicht.
Oh, ja, genau. Bam! Macht der doch immer im Original. Da versuchen wir den ganzen Spaß hier schon auszuweichen, ne? So. Das macht aber auch ein bisschen Hektik hier in dieses Spiel, ne? So ein bisschen. Also cool. Das ist cool. Cool, Kerl. Das ist ein bisschen Hektik. Ich kann was machen, ne? Hast Bombenarme kriegt. Ich will jetzt hier raus auf dem Level. Der ist gut hier, ne? Was ist los, Kerl? Was sagt die Scheid? Sind wir heute immer noch wieder schön und statisch? Oh Gott. Da rechts lang ist auch gefährlich. Ist alles gefährlich. Auf einer Skala von 1 bis gefährlich ist hier alles gefährlich. Hier sowas zum Beispiel, das ist frech. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich will den. Hier jetzt 3 oder 4 verschiedene. Hier, ich gehe mal nach oben. Oh, stirbst du halt hier instant, ne? Ja, moin. Also. Nee. Ich lege mein Veto gegen diesen Level ein. Nein. So ist nicht schön. So ist nicht schön. Ah. Sag mal, Squawks, die haben es aber auch ein bisschen, ne? Die Falten aus dem Scheitel geprügelt. Das geht nicht. Oh. Ja, das ist von allen Seiten. Nee, 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 hier lang. Hier. Kann ich ihn einfach loslassen und sagen, pass auf, ich schaff das auch ohne dich. Weil theoretisch, so wie ich mir die Level hier gerade angeguckt habe, wäre es sogar möglich. Aber rein praktisch natürlich nicht. Ich hätte sowas mal gerne als richtig geilen Lauf-Level. So wie der bei This Hack Needs a Name. Der war gut. Ganz am Ende, den ich 100 Mal machen musste, aber wo ich unbedingt am Ende das schaffen wollte. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das war gut. Ey, das... Aber sowas hier... Nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht, ohne einen drüber zu kriegen. Wenn doch, dann... muss diese Möglichkeit erst noch gefunden werden. Hätte sie machen können. Einfach unten lang und dann Regentanz aufführen und dann wäre alles voller Wasser gelaufen und hätte sie da durchschwimmen können. Okay, das ist nett. So, jetzt verschwinde. Schick den Mann da weg. Der weiß nicht, dass wir hier essen. Moin! Oh, ich bin Tude Yamun, ja? Ja. Oh! Ich weiß nicht, ob... Ja? Ja? Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn Schaden mache, wenn ich auf ihn drauf springe. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen. Warte mal, kann ich da in die Mitte springen und das Ding einfach mitnehmen dann? Im Zweifelsfall? Das hier, warte. Das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, um diesen Level hier zu schaffen. Das machst du jetzt nicht nochmal, ne? Ja, genau. Oh Gott. Warte, wenn die in der Mitte sind... dann kann ich die doch mitnehmen. Aber dafür müsste ich vorher wissen, was kommt. Hä? Also, ich kann auch nicht mit dem Normal Jump auf ihn drauf? Hilfe! Und ich kann dieses Teil da unten noch nicht mitnehmen, weil das sofort zerspringt. Wenn ich drauf springe. Da, genau. Habt ihr es gesehen?
Aber er geht ja sofort weg, wenn ich auf ihn drauf gesprungen bin. Bist du tot? Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich irgendwie beschädigt, aber ich weiß nicht wie. Jetzt geht das auf einmal? Hä? Also ja. Ich werde aus ihnen nicht schlau, Herr Präfekt. Die wollen erst das eine und dann wollen sie wieder dasselbe. Bronko Kulitschka und Kollege Pavel Pipovic, beide hier. Ich erzähle jetzt Blödsinn. Bis er stirbt, ich weiß es nicht. Er hat, ich glaube, wenn er runterfällt, das ist ja schon so, als würde er Schaden kriegen. Ey! Ach, ich habe eine andere Idee. Nee, pass auf. Warte. So. Und zwar genau jetzt. Nee, das bringt's auch nicht. Ich hatte gedacht, dass man auf... Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich ihn, glaube ich, so an die 5-mal... Nee, ich glaube, es sind mittlerweile 10-mal. 10-mal gekriegt habe. Nee, ich muss ihn von den Steinen treffen lassen. Also das ist schon... Das ist schon eine Mittel der Wahl. Ah. Jetzt. Der Lernprozess hat nur lange gedauert, aber ist egal. Jetzt ist er fällig. Aber das hätte er, zumindest mal Aua schreien können. So, das machen wir nicht. Nee. Ja, ist gut. Ich versteh's. Ah, und dieses Windding da heißt wechseln. Das da, das ist changing. Changes! Oh, komm. Und das ist jetzt Halligalli-Modus. Warte mal, wenn ich ihn treffe, dann kommen die Steine. Da, guck. Jetzt ist er nämlich sauer. Jetzt wirft er gleich die Steine. Ich verstehe schon seine Aggression. Mir geht's gerade nicht anders. Hallo. Jetzt hör mal auf damit. Das sind viel zu viele. Das sind zu viele! Ich kann die Dinger auch nicht mitnehmen. Die gehen sofort kaputt, wenn ich da drauf springe. Ja! Do it! Hier, kannst du den Yogi Löw mit mir machen. Ach komm, ey, nochmal. Jetzt tot, bitte! Und ich bin wieder da, ich mach weiter. Lol. Das können wir mehr von den Viechern. Ich bin... Mein Körper ist bereit. Kann ich die auch auf ihn jagen? Nee, ne? Ich schaffe das nicht so weit. Jetzt! Ja, das war ja jetzt schon wieder filmschig, ne? Dankeschön. Jetzt direkt auf der Säule. Bang. Ach, komm. Ja, okay. Okay. Willkommen am Ende des Denkprozesses. Na gut. Ja, es dauert halt nur eine halbe Stunde heute. Ist egal. Jetzt wirft er hier. RNGesus, gib mir Steine. Danke. Oh ne, jetzt hau ich ihn auch noch weg, wo er Steine macht. Er wechselt und da kommt der Stein. So, danke. Ja, es ist mir bewusst, dass ich mich beeilen muss.
Ich habe mich auch gewundert, warum dieses Wow nicht kommt. So, jetzt 3 Treffer. Aber er ist ein lustiger Boss. Wenn man mal weiß, wie es geht und man ihn nur 3-mal treffen müsste, wäre das schon positiv für mich. Ich weiß auch nicht, was los ist heute. Ich bleib einfach hier stehen. So, da kriegt er mich eh nicht. Ja, toll. Jetzt ging beides. Da. Und BAM! Ach, zwei. Oh! Nee, der Denkprozess ist doch noch nicht beendet. 22! Ich schaff's nicht. Ich hab. Okay, jetzt gib mir aber mal was Gutes. Die Zeit läuft schneller. Er macht mehr gerade, das ist gut. Komm, mach die dreckigen Steine! Ich bring dich um! Aber nur wenn du die Steine machst. Nein! Oh, nicht Kettenhund! Lass den Schwachsinn doch mal sein! Wechsel und tot! Steine! RNGesus, gib mir Steine! Jetzt! Ich will, dass er stirbt. Nee, ehrlich jetzt. Heute ist das noch der Fall. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Das ist Fakt. Also irgendwo ist auch mein Drops hier. Der kriegt hier auf die Fresse. Das gibt's. Oh, kann's mich nicht treffen. Hab ein Schild auf dem Kopf. Bin ein kleiner Fünftklässler. Mach doch was Ordentliches. Genau, gib mir Steine jetzt hier. Bam, 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 bam. Jetzt Attacke. Und 1. Und 2. Und